Ich bin der Jonas. Und ich bin der Kevin. Und wir sind Jay Kalis. Boah. Ist ja wirklich mega. Oh! Alter, das ist ja richtiger Kackplatz, um liegen zu bleiben. Hey, hey, hey! 5 Uhr in Deutschland, wir fahren los nach Österreich. Kajaks sind auf dem Dach, fahren zu 5 Wildwasserkajak. Ey, es wird so ein geiles Wochenende. Zieht's euch rein. Ja, ich hau jetzt Western zu. Frühstück! Und ja, bin ich auch dafür. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hey, hey, hey! Oh nein! Nice! Dann kann es ja gleich losgehen. Wir gehen jetzt erstmal zu Isa, gucken uns das Ganze an. Ab ins Wasser. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Zeig uns mal deine Karre und dein Equipment, Max. Satzreifen, Benzintanks, Wassertank auf dem Dach. Was ist hier oben? Dusche? Das Dusche? Benzintank. Oh, Kevin, falls du später Durst hast, weißt du Bescheid. Was ist das? Campingstuhl. Was ist in den ganzen Kisten hier drin? Kevin meinte zu mir, ich muss mir unbedingt ein richtig geiles Survival-Outdoor-Messer holen, so essentiell. Wenn Max mit seinem riesen Messer auf Outdoor-Tour geht. Ich glaube, ich fahre nach Garmisch mit einer Isomatte. Wie, du hast keine Isomatte? Nö. Was ist denn das hier? Das ist doch eine Isomatte. Ich gebe dir die Kamera, wir laden jetzt die Kajaks ab und du vloggst das Ganze ein bisschen. Jetzt haben wir die Kajaks abgeladen. Jetzt sucht sich noch jeder seine Klamotten raus. Olli, hast du schon deine Sachen gepackt? Ja. Wo sind deine Sachen? Alles gut. Wer es noch nicht weiß, Olli kann immer noch kein Deutsch. Wasserhelm? Ja, den nehme ich. Oh. Aua! Dann kannst du ja jetzt losgehen. Ja. Eskimo-Rolle machen, damit du das überhaupt noch sehen. Ey, Mini, was ist mit dir? Warum ziehst du einen 7mm Neo an? Ist kalt. Ist überhaupt nicht kalt. Alle anderen haben mir eine Badehose an. So gehst du fahren, oder? Ich will kein fahren. Also, wir haben es schon 17 Uhr. Was? Also ich dachte, wir haben es jetzt langsam geschafft, aber anscheinend haben wir erst knapp die Hälfte. Ja, krass. That's like really red. That's not good. But we're in this. So how does that work? Gute Frage. Wie kann der Sonnenbrand durch den Neo durchgehen? Vielleicht kann uns das einer in den Kommentaren beantworten. Warum geht der Sonnenbrand durch den Neo durch? Gut, weiter geht's. Oh nein, oh nein! Sind wieder im Auto. Also jetzt heißt es aber, Kajaks alle irgendwie ins Auto packen. Und dann irgendwie einen Übernachtungsspot finden. Okay, alles geladen, alle rein da, let's go. Also, die Dämmerung hat angebrochen. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir hier durch dieses Naturschutzgebiet durchfahren. Da ist so ein Übernachtparkplatz. Ja, das wird eng. Verrückt, ey. Also es fängt gerade richtig krass an zu schütten. Wir sind jetzt auf diesem Wohnmobilstellplatz. Alter, hier tropft so hart rein. What the fuck is that, dude? Ja, die Dichtungen sind ein bisschen kaputt. Ja, das ist immer so, wenn es regnet. Da hinten ja, läuft. Was, Junge, das ist immer so. Gute Nacht. Guten Abend. Guten Morgen. Wir haben kurz nach 7. Also hier in Max' Auto hat Max gepennt.
in dem blauen Zelt Kevin und Olli. Im Zelt dahinter habe ich gepennt. Und hier im Auto hat Winnie gepennt. Und es hat echt die ganze Nacht durchgeschüttet. Guten Morgen. Guten Morgen. Und dann gibt's Müsli mit Milch, Jungs. Und habt Kaffee. Ihr Bock? Und Kaffee. Oh. Halbe Müsli habe ich gestern Abend schon gefressen. Ehrlich jetzt? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Oh yeah. Ja. Ja, willst du auch einen Kaffee? Bitteschön. Okay, klar, kriegst du gleich. So, jetzt gibt's hier Müsli mit Banane und Milch zum Frühstück. Und ich mach Kaffee. So, wir starten jetzt eine kleine Wanderung. Wir laufen hier mal runter zu Isa. Boah, ja, das ist ja richtig. Wir schwimmen ja gar nicht in die falsche Idee. Ja, ich bin auch für Schwimmen. Wuhu! 1, 2, 3! Wuhu! Yeah! Bravo, Jonas! Holzstöckchen! Gut, haben wir auch geduscht. Das muss reichen. Ab ins Kajak. Also wir werden es jetzt probieren. Es wird sehr eng, aber wir versuchen mit dem Jumper hier durchzukommen. Dafür müssen wir halt den Felsen da wieder wegräumen. Doch, das passt schon. Zeigt mal, was ihr könnt, Jungs. Ja, hier jetzt durchzukommen, wird schon krass. Sieht gut aus. Ja. Alter, wie geil! Tour kann weitergehen, wir haben es geschafft. Dann bringen wir uns mal nach Scharnitz, Kevin. Okay. Also wir sind hier wieder auf der deutschen Alpenstraße und ein bisschen oberhalb von hier sind wir gestern gepaddelt und man sieht auf jeden Fall viel mehr Wasser gerade. Jetzt gucken wir uns mal die Isar an. Okay, das sieht schon krass aus. Die Wetter oben rein. Boah, das sieht doch geil aus. Sieht doch geil aus. Digga, du stehst genau bei dieser Linie. Also wir haben jetzt gemeinsam entschieden, dass wir ein paar Kilometer weiter runterfahren, wo der Fluss wieder ein bisschen breiter ist. Also es waren jetzt so circa 2 Kilometer, die wir runtergefahren sind, sind wieder in Deutschland. Ja, da ist auf jeden Fall deutlich mehr Wasser als gestern, aber das sieht eigentlich gut aus. So, Kajak sind losgezurrt und wir parken das Auto jetzt, ich glaube, 8 Kilometer Strecke haben die Jungs rausgesucht. Also 8 Kilometer weiter unten. Da können wir dann später direkt die Kajaks wieder einladen und hier das andere Auto holen. Boah, da unten sind die Jungs. Kajak liegen bereit. Und traumhaftes Wetter. Geil. Jetzt habe ich richtig Bock. Wow! Alter, ist das geil. Wuhu! Boah. 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 Jawohl, Kevin. Jawohl. Boah. Boah. Da steht irgendwo das Auto, dahinter. Ja, das war ein richtig krasses Stück. Wir waren auf jeden Fall viel schneller als gedacht. Und Max, was hast du so gemacht? Hier gechillt. Alles immer so. So, jetzt kommen die Kajaks zum Auto und wir machen uns was zu essen. Und dann geht es heute ein bisschen früher an den Schlafplatzsuche. Das kostet auf jeden Fall echt immer viel Zeit. Auspacken, Autos richtig positionieren und parken. Und dann, wenn man wieder da ist, alles wieder einpacken, verstauen, sich umziehen und dann alles wieder aufladen. Ja, schon, aber mal, es lohnt sich. So Camping-Outdoor-Trips sind doch einfach geil. Es gab hier richtig leckeren Reis, gerade zum Abendessen. Und gleich gehen wir irgendwo da hinten hin. So, wir starten jetzt eine neue Serie auf unserem Kanal. Und zwar verrückte Übernachtungsplätze. Und heute wollen wir ein bisschen in die Natur. Vielleicht auf eine Insel, irgendwo ins Wasser, in den Wald. Das ist ja wirklich mega. Wir machen jetzt eine Flussquerung. Auf geht's! Ab durchs Wasser. Okay, inzwischen ist es dunkel. Wir gehen jetzt auf eine Nachtwanderung.
Und jetzt machen wir das Licht aus und gehen mal schlafen. Das war eine geile Nacht. Schon ein witziges Lager hier. Kann man mit der Matratze noch gut machen? Kevin, wir kloppen am Morgen. Guck mal, da vorne kommt eine Kuh. Olli, Kuh. Oh, watch out, Olli, run, run! So, gleich zurück. Okay, Max fährt jetzt hier durch. Nice. Nice. Was jetzt? Max? Was ist los? Geht nicht mehr an. Wie geht nicht mehr an? Geht nicht mehr an. Ja, wahrscheinlich Wasser irgendwo reingekommen. Nein. Alter, das ist ja richtiger Kackplatz, um liegen zu bleiben. Ja, auch rausziehen zu müssen, aber. Er hat doch so ein Ding. Das ist halt echt alles nass hier, gell? So, Jonas ist jetzt hier gerade ein bisschen am Drohne fliegen. Die Einblicke gibt's jetzt. Oh, dann ziehen wir Max mal da raus. Alleine kommt er da anscheinend nicht mehr raus. Nice. Wir haben Maxi auf dem anderen Parkplatz abgeschleppt. Und jetzt warten wir hier auf den ADAC. Ja, Max, wärst du mal nicht durchs Wasser gefahren, dann würden wir jetzt am See chillen oder irgendwo Kajak fahren. Ja. Wärst du jetzt lieber hier oder am See? See. Da bist du dir aber einig. So, Max, dein Auto wurde gerade abgeholt. Wir haben jetzt einen Mitfahrer mehr. Und jetzt geht's weiter. Ab nach München. Hey, ich bin's der Jonas. Hä? Outro. Achso, Outro. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. War mal ein bisschen anderes Video, wo man auch mal hinter die Kulissen schauen konnte beim Abenteuer. Und noch was ja, zu sagen? Schreibt uns mal, wie ihr so einen Vlog findet. Wenn's euch gefallen hat, Olli, your job. Bitte, bitte. Bitte abonnieren und liken. Bitte abonnieren und liken. Genau. Wir machen uns jetzt wieder auf nach Frankfurt. Wenn wir ankommen, wird's schon dunkel sein. Hat mega Bock gemacht das Wochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Ja.